Eben noch vor dem heimischen Ventilator stehe ich jetzt schon am Times Square oder was das hier hinter mir sein soll. Nein, das ist nur ein gemaltes Bild. Trotzdem finde ich eine schöne Kulisse, um ein Update zu liefern. Es ist zunächst einmal tatsächlich zu der Erholungsbewegung gekommen, die ich heute Morgen erwartet habe. Aber natürlich ist der Markt immer noch auf relativ tiefem Niveau unterwegs, wenn wir uns jetzt die europäischen Märkte oder den DAX im Besonderen angucken. Vier Gaps sind jetzt nach oben offen. Gaps, das sind solche Chartformationen, die dann auftreten, wenn ein Markt an anderer Stelle eröffnet, als er geschlossen hat. Und das hat er natürlich diesmal wieder getan, nämlich geöffnet bei 10.800 und irgendwas und geschlossen am Freitag bei 11.109, glaube ich, war da der Punktestand im DAX Future. Solche Gaps schließt der Markt in der Regel alle. Seit dem Kursaufschwung im Frühjahr 2009 ist nur ein Aufwärtsgap unten bei 3.900 offen geblieben und nicht mehr geschlossen worden. Alle anderen hat er immer wieder geschlossen. Das gilt aber natürlich auch für die Abwärtsgaps. Die hat er natürlich alle zugemacht, weil er ja Rekordkurse hingelegt hat. Jetzt sind vier nach oben offen. Das letzte liegt bei der 11.787, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die wird erschließen, der DAX. Die Frage ist, bis wann? Mein Tipp, bis September. Wer in China engagiert ist, der ist da jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, wenn er relativ spät reingegangen ist. Auch der Hang Seng Index, den ich favorisiere, weil die Bewertungen noch geringer sind als im DAX, kommt heftig unter die Räder. Das Stützungsprogramm der Brokerfirmen, das dort ausgelobt wurde am Wochenende, das hat nur für ein Strohfeuer gesorgt, so wie sowas immer eher für ein Strohfeuer sorgt. Dennoch, 50% der Aufwärtsbewegung am chinesischen Aktienmarkt, also bei den Festlandaktien, ist jetzt ausradiert, ist korrigiert. Das ist eigentlich ein Niveau, wo ein neuer Aufschwung kommen dürfte. Dass schon die geplatzte Blase ist, das glaube ich nicht. Dafür haben zu viele vor der Blase gewarnt und dafür ist die monetäre Situation auch zu gut, denn die chinesische Notenbank hat nochmal Zinsen und Mindestreserve gesenkt und sie haben noch Potenzial nach unten. Das ist nicht das Klima, in dem Aktien tatsächlich längerfristig fallen. Ich bleibe aber bei meinem Favoriten Hongkong, weil hier hat man immer das Sicherheitspolster, dass die Kurse im Vergleich zu den Zinsen sowieso, aber auch generell im Durchschnitt mit einer Dividendenrendite von über 3% eben nicht zu hoch stehen.